Octagon 34. Heute sehen wir atemberaubende Atmosphäre und die größte Show, die ihr euch vorstellen könnt. Das ist der schönste Wettkampf des Jahres auf der Praga Stvanice. Das ikonische Stadion wird auch dieses Jahr als Hauptkampf den Titelkampf hosten. Da wird allen voran Carlos Terminator Vemola antreten, der nach dem dominanten Sieg in Deutschland einen klaren Plan hat, den Titel im Halbschwergewicht zu gewinnen. Der serbische Joker gibt es ihm aber definitiv nicht umsonst, was ihr auch auf Social Media beobachten konntet. Alexander Ilic hat 11 Finishes auf seinem Konto. 7 Gegner hat er gnadenlos schon in der ersten Runde zu Boden geschickt. Und jetzt will er in Prag dominieren. Matusz Mighty Rooster Kohut geht in einen Kampf, in dem es vermutlich um die Titelchance gehen wird. Der präzise Striker trifft damit auf den polnischen Dynamit. Ja, der ehemalige Champion im Leichtgewicht bei Octagon, der unbesiegte Mateusz Legierski, ist zurück und will sich zurücknehmen, was er verloren hat. Nach 10 Monaten Pause kehrt auch Miguel Conrad zurück. Der Allround-Kämpfer will die berühmte Miguel-Show im Kampf gegen den Kanadier David Moon zeigen. Der Scharfschütze aus Glory und der Gewinner von Underground, Daniel Squaw, macht weiter in seiner Transformation zum MMA-Kämpfer. Gegen ihn die viel erfahrenere Nummer 10 im Halbschwergewicht. Ein Mann mit 3 Siegen in Serie. Panagiotis Trompoulis aus Griechenland. Der Kampf der räuberischen Jugend mit slowakisch-polnischem Hauch. Der Champion der Octagon Challenge und die Nummer 9 im Federgewicht, Roman Paulus, hat gegen sich die Nummer 4, den unberechenbaren David Carreta. Michael Kotalik kehrt nach 4 Jahren in den Käfig zurück. Und auch dieses Mal wird er es nicht einfach haben. Auf ihn wartet der aufgeregte Ole Magnor, der in der Vergangenheit auch schon mit Khamzat Chimaev seine Kräfte gemessen hat. Es wird natürlich auch kein attraktiver Frauenkampf und der Kampf der Stile fehlen. Auf der einen Seite Cornelia Holm aus Schweden und ihr gegenüber die ausgezeichnete Kickboxerin Rosa Gumiena. Den ganzen Abend eröffnen die Free Prelims. Ein Kampf zwischen Simeon Capuja und Martin Pipek. Meine Damen und Herren, das ist der schönste Wettkampf des Jahres. Octagon von der Praga Stvanice. Viel Spaß!